Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, bevor wir in die Aussprache zum Haushalt einsteigen, will ich natürlich den Haushältern im Finanzministerium und auch dem im Finanzausschuss und Haushaltsausschuss besonders danken. Einen möchte ich besonders rausgreifen. Volker Emder ist ja Vorsitzender des Haushaltsausschusses und wird in der nächsten Legislaturperiode nicht wieder antreten. Deswegen, lieber Volker, stellvertretend für, glaube ich, viele. Du hast das ja umsichtig gemacht im Haushaltsausschuss. Deswegen schönen Dank für dein Engagement. Und weil wir bei guten Wünschen sind, wünsche ich natürlich all denjenigen, die jetzt erkrankt sind in dieser vorweihnachtlichen Zeit, gute Besserung. Ich will besonders rausgreifen den Kollegen Hai, der heute nicht bei uns sein kann. Ich glaube, ich spreche im Namen aller, dass wir ihm schnelle Genesung wünschen, dass er hoffentlich bald auch wieder hier im Plenarsaal ist. Deswegen alles Gute. Und mit einem kleinen Augenzwinkern wünsche ich das natürlich auch dem Kollegen Dittes, dass er hoffentlich schnell gesund wird. Ich finde es schade, dass er beim letzten Haushalt von Rot-Rot-Grün hier nicht hätte heute da sein können. Deswegen ihm alles Gute und gute Besserung natürlich. Ja, vorweihnachtliche Zeit ist natürlich auch eine Zeit, die mit viel guten Nachrichten auf sich warten lässt. Und Thüringen kann sicher sagen, wir bekommen einen Haushalt. Während Berlin nichts hinbekommt, kriegt Thüringen einen Haushalt. Wir haben als CDU gehandelt, damit die Menschen in diesem Land, damit die Dörfer und Städte, damit die Wirtschaft, damit die sozialen Einrichtungen Sicherheit haben. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen in der vorweihnachtlichen Zeit. Wenn wir uns anschauen, die Menschen haben massive Sorgen. Otto Normalverdiener spürt, dass Deutschland, dass Thüringen auf einer schiefen Ebene ist. Sie schnallen den Gürtel enger, sie spüren, dass sie kaum Luft zum Atmen haben. Und deswegen geht es natürlich darum, dass viele Menschen sich in dieser Zeit die Frage stellen, kann ich mir das eigentlich alles noch leisten? Und normalerweise würde man von einer Regierung erwarten, dass sie die Realität, die in einem Land jeden Tag der Bürger spürt, dass die sich auch in einem Haushalt, in einer Haushaltspolitik wiederfindet. Aber was haben wir erlebt von Rot-Rot-Grün? Was haben wir erlebt von der Ramelow-Regierung? Sie gönnen sich in Zeiten von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in Zeiten, wo absehbar ist, dass die Kassen knapper werden, gönnen sie sich Höchststände. Sie wollten einen Haushalt mit 13,8 Milliarden Euro. Sie wollten die Rücklage komplett plündern, damit die Notreserve des Landes aufbrauchen. Nur noch 48,85 Euro. Das war Ihr Plan. Das ist nicht das, was die Menschen in diesem Land machen. Die schnallen den Gürtel gerade enger. Sie wollten Ausgabenpolitik. Das war der falsche Weg. Und darüber galt es, in diesem Haushalt zu diskutieren. Und ich sage das in aller Offenheit. Für mich war die größte Enttäuschung, mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung, dass Sie sehenden Auges akzeptieren wollten, dass Thüringen im Jahr 2025 1,1 Milliarden Euro zu wenig hat, dass im Jahr 2026 1,2 Milliarden Euro zu wenig in der Kasse sind und 2027 1,2 Milliarden Euro. Das war Ihre mittelfristige Finanzplanung. Damit man mal illustriert, was das eigentlich bedeutet, das bedeutet, dass jeder zehnte Euro in dem Landeshaushalt der Zukunft gefehlt hätte. Das ist keine vorsorgende Finanzpolitik, das ist quasi nach mir die Sinnflut. Und das war wichtig, dass wir das gestoppt haben in diesem haushaltspolitischen Beratung. Und ich sage Ihnen das ganz simpel, wäre Ihr Haushaltsvorschlag ein Auto, dann würde es noch ein bisschen fahren, aber die TÜV-Plakette hätte es nicht mehr bekommen. Das war unanständig, das war nicht vorsorgend, das war nicht für die Zukunft geplant. Und wenn wir Politik in diesem Land vernünftig machen wollen, dann muss das Haushaltspolitik sein, die für die nächsten Generationen noch genauso gilt. Der Thüringer Rechnungshof hat Ihnen ein Stammbuch geschrieben. Sie verschwenden Geld und Sie investieren nicht strukturell. Und das ist, glaube ich, etwas, was nötig ist, damit Thüringen zukunftsfest ist. Und ich glaube, es ist offensichtlich geworden, und das sehen wir in Berlin wie auch hier in Erfurt,
Ampel und Rot-Rot-Grün, Sie können nicht mit Geld umgehen. Und Sie haben immer eine Hand in der Tasche der arbeitenden Bevölkerung. Und das ist genau das, was die Menschen in diesem Land wirklich nervt. Es nervt sie einfach, dass weiterhin die Bürokratie, dass die Belastung, dass die Steuern steigen, aber dass für die Menschen immer weniger übrig bleibt. Und davon haben die Nase voll. Deswegen haben wir uns rangesetzt als CDU, und ich stehe auch dazu, dass Thüringen zu einem Haushalt kommt, weil ich das auch für wichtig halte, für die Sicherheit, die wir in diesem Land in schwierigen Zeiten ausstrahlen müssen. Wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, die Notreserve bleibt erhalten. Wir wollen, dass da mehr ist, dass wir auch für die Zukunft vorsorgen. Wir sind hingegangen und haben gesagt, wir wollen Familien, wir wollen Wirtschaft, wir wollen Dörfer und Städte entlasten. Und wir wollen umsteuern in der Migrationspolitik. Das waren wichtige Elemente, die kommen mit diesem Haushalt, die sind teilweise jetzt schon im Kabinett beschlossen worden. Und das ist verantwortungsvolle Politik, dass wir vorher gesagt haben, was wir hinterher machen, und dadurch das Land wieder stärker. Und wenn wir mal auf die Zahlen blicken, dann ist das, was wir heute hier diskutieren, ein Übergangshaushalt für 24. Aber wenn wir bilanzieren, was 9 Jahre Rot-Rot-Grün in diesem Land bedeutet, dann will ich es Ihnen schon noch mal vor Augen führen. Sie haben 2015 einen Haushalt geerbt, der hatte eine Höhe von 9 Milliarden Euro. Wir diskutieren heute über einen Haushalt, der hat 13,5 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung um 4,5 Milliarden. In neun Jahren. 4,5 Milliarden. Über alle Haushalte gesehen, die Sie aufgestellt haben, haben Sie insgesamt 100 Milliarden Euro aufgewendet. Und die Frage, die sich viele Menschen in diesem Land stellen, was haben Sie getan, damit Thüringen wieder vorankommt? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und wenn wir jetzt mal einfach auf die puren Fakten blicken, Sie stellen immer mehr Personal ein, lassen die Bürokratie an allen Ecken wuchern, aber Sie sind nicht in der Lage, die unbesetzten Stellen bei Polizei und bei Lehrern zu füllen. Und das in 9 Jahren nicht. Das ist eine Bilanz. Das Zweite ist, mittlerweile ist Thüringen deutscher Vizemeister, wenn es um die höchste Personalquote geht. Uns toppt nur noch das Saarland. Und wenn wir uns anschauen, wie Sie damit umgegangen sind, dann kann man eine Sache ganz simpel sagen. Während die Kommunen versuchen, auf einem vernünftigen Personalschlüssel ordentliche Politik vor Ort zu machen, haben Sie immer wieder neue Leute und Stellen geschaffen. Aber die wirklich wichtigen, bei Polizei und Lehrern, haben Sie nicht gefüllt bekommen. Und das ist der Maßstab, woran wir und die Bürger Sie beurteilen. Wir haben einen riesigen Investitionsstau in Thüringen, wenn es darum geht, in Milliardenhöhe. Wir haben gerade erst einen Bericht der TAP gesehen, was das Thema kommunale Investitionen angeht. Aber gleichzeitig bleiben jedes Jahr über 400 Millionen Euro bei Ihnen im Durchschnitt übrig, die nicht investiert werden. Das ist fehlerhafte Finanzpolitik, und das zeigt letztlich, wie Sie in der Zeit der steuerstärksten Jahre, die Thüringen jemals hatte, wie Sie damit umgegangen sind. Und das ist das, was die Menschen in diesem Land letztlich Ihnen auch vorwerfen und wir als Opposition auch. Bernhard Vogel hat mal gesagt, er hatte gestern Geburtstag, hat mal gesagt, Thüringen soll den Platz wieder einnehmen, den es hätte, wenn es Mauer und Stacheldraht nicht gegeben hätte. Thüringen war mal stark, Thüringen war mal weiter. Aber mittlerweile fallen wir in allen zentralen Kennziffern zurück. Wir sind mittlerweile in vielen Bereichen rote Laterne, und das ist Bilanz Ihrer 9-jährigen Arbeit. Sie nehmen viel Geld ein und geben noch viel mehr Geld aus. Sie ernten, aber Sie sehen nicht. Hinter mir stehen die Thüringer Bauern. Die wissen ganz genau, dass man investieren muss, dass man säen muss, wenn man ernten will. Das ist nicht Ihre Philosophie, und das unterscheidet sich von erfolgreichen Regierungen vor Ihnen. 9 Jahre sind verlorene Jahre. Keine Strukturreformen, keine sinnvollen Zukunftsinvestitionen. Und ich zitiere jetzt einfach mal Martin Debes, vor wenigen Tagen geschrieben, ist ausgezeichnet worden gestern als Journalist. Dafür herzlichen Glückwunsch. Ich zitiere ihn einfach mal.
Inzwischen ist nicht mehr nur das Image Thüringens lädiert. Das Land fällt auch real zurück. In Wirtschaft, im Sozialen, im Bildungsranking. Die Minderheitskoalition wirkt nur noch wie eine politische Hülle. Thüringen ist das schönste Bundesland der Welt, aber wir haben die schwächste Regierung. Und das schreibt jetzt sogar jede Zeitung in diesem Land. Ja, Herr Bieler, ich weiß, Sie glauben immer, alles besser zu wissen. Das macht Sie genau aus. Sie glauben immer, moralisch alles besser zu wissen. Aber ich sage Ihnen eins. In 9 Jahren haben grüne Besserwisserei und rote Schlaumeierei Thüringen von oben herab regiert, aber nach unten geführt. Und das ist das, was die Menschen in diesem Land aufregt. Und wenn wir uns die Bilanz konkret anschauen, dann schauen wir uns an, wie steht es eigentlich um die Wirtschaft? Wir sind Heimat für Fleißige. Hier gibt es viele Handwerksbetriebe, Mittelständler, die jeden Tag früh aufstehen, um 6 Uhr auf den Wecker hauen, tatsächlich schaffen, ranklotzen, damit sie erfolgreich sind, nachmittags im Ehrenamt, dann vielleicht noch einen Verein trainieren, im Musikchor sich engagieren oder eben in der Freiwilligen Feuerwehr. Das sind die Leute, die den Laden am Laufen halten. Und die haben den Eindruck, dass sich nicht mehr um sie gekümmert wird, sondern nur noch um die Nebenthemen dieses Landes. Und diese zahlreichen kleinen Firmen, die haben gestrichen die Nase voll, weil sie das Gefühl haben, dass auf ihrem Rücken Dinge bezahlt und ausgetragen werden, wovon dieses Land nichts hat. Und genau das muss Finanzpolitik, muss Wirtschaftspolitik im Land ausmachen. Wir müssen investieren, damit wir in Zukunft stärker sind und nicht einfach uns auf den Lorbeeren ausruhen. Und während woanders die Wirtschaft wächst, fällt Thüringen in den zentralen Daten zurück, weil wir als Landesregierung alles bürokratischer, vieles schwerer für die Menschen machen. Und die Zahlen lassen sich ganz einfach vortragen. 2014 war Thüringen noch Vizemeister im wirtschaftlichen Wachstum Deutschlands. Jetzt hinken wir zurück. 1,5% Wachstum, im Osten sind es 2,3, bundesweit 1,7. Ich will die Zahlen mal übersetzen. Das bedeutet, dass wir nicht nur gegenüber dem Westen nicht aufholen, wir fallen auch gegenüber dem Osten zurück. Und das spüren die Menschen im Portemonnaie. Weil wenn man jetzt einfach mal das gleiche Wachstum aller Ostländer annehmen würde, dann hätte Thüringen in den letzten 9 Jahren 15 Milliarden Euro mehr in der Tasche von Unternehmen, von Mittelständlern, von Bürgern gehabt. Das ist das Geld, was uns real entgangen ist, weil sie es für die Leute schwerer gemacht haben. Und deswegen ist unser Anspruch, das Leben der Menschen wieder einfacher zu machen, damit Wirtschaft in diesem Land erfolgreich ist. Und ich will die Fakten auch nochmal aufrufen. Das Institut der Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft, hat Thüringen attestiert, wir sind Letzter bei der Standortqualität. Knapp 7% der Firmen haben schnelles Internet, auch hier sind wir bundesweit Letzter. Und draußen stehen gerade die Landwirte. Die ernähren unser Land, die haben Respekt verdient. Das, was die Ampel jetzt gemacht hat, ist für viele Menschen und für viele Bauern ein Schlag ins Gesicht. Und ich sage Ihnen das in aller Klarheit. Sie haben es der Landwirtschaft mit vielen Regularien aus dem Umweltministerium auch viel, viel schwerer gemacht. Und statt die Bauern in diesem Land zu schröpfen, sollte sich die Ampel und sollte sich Rot-Rot-Grün vom Acker machen, weil das sind die Menschen, die den Laden am Laufen halten. Und Thüringen kann nur stark sein, wenn wir wirtschaftlich stark sind. Und ich will Ihnen das sagen, wir haben das Vergabegesetz aus einem sehr simplen Grund gemacht. Da haben wir über 5 Jahre diskutiert. Wir haben einen Bürokratiestapel von der Dicke auf ein Minimalmaß zurückgeschränkt. Wir sind hergegangen und haben gesagt, okay, wir wollen direktere Vergaben mit höheren Vergabespielräumen, mit mehr Möglichkeiten auch für unsere Investitionen im Land. Das ist unmittelbar nötig, weil wir eine konjunkturelle Delle haben, eine Schwierigkeit, eine Rezession. Und genau aus dem Grund muss es darum gehen, tatsächlich auch wieder die Wirtschaft am Laufen zu halten. Wenn Sie Ihre Investitionsquoten ehrlich vergleichen würden, dann würden Sie feststellen, dass die Bürokratie beim Vergabegesetz dazu geführt hat, dass viele öffentliche Aufträge nicht ausgelöst worden sind. Und das ist einer der Gründe, warum wir das Vergabegesetz novelliert haben und warum wir so dafür gefochten haben.
Ich habe heute hier schon viel über das Thema Wohlstand und Eigentum gehört. Und ich habe vielfach das Verächtlichmachen der CDU-Initiative zum Thema Grunderwerbsteuer gehört. Ich habe viel darüber gehört, dass Sie davon gar nichts halten, dass man jungen Familien das erste Eigenheim steuerfrei überlässt, zumindest was die Grunderwerbsteuer angeht. Warum machen wir das? Weil wir daran glauben, dass ein Staatswesen, tatsächlich dafür da ist, Wohlstand und Eigentum von Menschen zu unterstützen. Weil wenn Menschen Eigentum haben, wenn Menschen die Chance haben, auch tatsächlich Wohlstand zu erwerben, dann funktioniert es viel besser. Und nicht wie Rockefeller. Ich glaube, das ist Ihr Problem. Ihr Problem ist, Sie kriegen nicht den sozialen Wohnungsbau geregelt in diesem Land. Sie kämpfen gegen diejenigen, die ein Eigenheim haben. Und das alles zusammengenommen führt dazu, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie permanent benachteiligt werden. Und wir als CDU haben gesagt, schon das, was damals John Locke mal aufgeschrieben hat, dass das hauptsächliche Ziel eines Staatswesens ist, dass Menschen zu Eigentum kommen. Und das ist unser Anspruch. Deswegen haben wir die Grunderwerbsteuer gesenkt. Deswegen gehen wir jetzt her und bringen ein Familienbaudarlehen aus. Deswegen wollen wir ein kommunales Investitionsprogramm über die TAP. Genau aus diesem Grund, weil wir eines wollen, dass Menschen zu Eigentum und zu Wohlstand kommen, weil das macht dieses Land stark. Nicht der Staat soll verteilen, sondern die Menschen sollen selber in der Hand haben. Und ich könnte vieles noch zum Bereich Wirtschaft sagen. Aber wenn wir auf die 9 Jahre blicken, lassen Sie uns doch einfach in den Bildungsbereich schauen. Weil es um die Frage geht, haben die jungen Menschen eigentlich die Chance in unserer Gesellschaft? Ist Thüringen da stark? Wir waren mal Land Nummer 1. Und wenn wir jetzt uns anschauen, ich bin selber Vater von 2 Söhnen. Regelmäßig fällt morgens die erste Stunde aus. Das ist die Bilanz von Rot-Rot-Grün in 9 Jahren. Wir haben in den letzten Haushalten für Zulagen für Lehrer im ländlichen Raum gestritten. Ich habe bei mir im Wahlkreis eine Schule, da fällt einen Tag für die 7. Klasse der komplette Unterricht aus. Das ist die Realität. Und ich sage es Ihnen, wie es ist, an den Zahlen basiert. Als Sie übernommen haben, ist die Anzahl der Schüler um 5,3% gestiegen. Aber die Anzahl der Lehrer ist um 2,6% gesunken. Das heißt, mehr Schüler sind in den Klassen, aber weniger Lehrer stehen davor. Das ist Ihre bildungspolitische Bilanz. Das ist eine Bankrotterklärung, das kann ich Ihnen sagen. Der Lehrerverband attestiert Ihnen mittlerweile, dass Ihnen 2000 Lehrkräfte fehlen. Jede 10. Stunde fällt in Thüringen aus und jeder 10. Schüler verlässt die Schule ohne einen Abschluss. Das ist für ein modernes Industrieland einfach inakzeptabel. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum wir im PISA abstürzen, warum wir bei allen Bildungstests, Herr Bildungsminister Holter, warum wir dort zurückfallen, dass wir in den Rechenkompetenzen, in den Lesekompetenzen einfach nicht mehr so stark sind wie vor 9 Jahren, dann hat das auch was damit zu tun, dass Sie dem, sag mal, anstrengungslosen Leistungsversprechen, du musst gar nichts können, du musst gar nichts machen, du musst nicht mal Noten bekommen, dass Sie dem das Wort reden. Und ich sage Ihnen das, der Anspruch muss sein, und das ist einer der Gründe, warum wir in diesem Haushalt und auch schon im letzten Haushalt Zulagen für Lehrer im ländlichen Raum mit eingestellt haben, weil wir eines wollen, dass wieder Lehrer vor der Klasse stehen und dass der Leistungsanspruch gilt, nämlich, dass junge Menschen tatsächlich auch etwas leisten müssen und Noten dafür vergeben werden und nicht so, wie Sie das wollen, in bestimmten Fächern Noten abgeschafft. Das ist der Unterschied. Oder nehmen wir das ganze Thema Gesundheit. Frau Werner. Sie können sich darüber lustig machen. Ich kenne viele Leute, die kriegen keinen Termin beim Arzt und auch keinen mehr in der Klinik. Und das hat was damit zu tun. Und das hat was damit zu tun, dass wir seit 2 Jahren einem funktionierenden Landeskrankenhausplan hinterherlaufen. Und hier gibt es Leute aus Südthüringen, die mittlerweile erlebt haben, dass ihre Kliniken wirklich an der Klippe sind. Da hat Lauterbach mit zu tun, aber Sie mindestens genauso. Und schauen Sie sich doch mal die Investitionsquoten an, die zum Beispiel Bayern prozentual aufwendet für Kliniken, und schauen Sie sich an, was Thüringen macht. Schauen Sie sich an, was die als Krankenhausplan haben, und schauen Sie sich an, was Sie gemacht haben. Die Initiativen zur Gesundheitspolitik in dieser Legislatur, Landarztquote, Erhöhung der Studienplätze oder Anschub des Telenotarztes, die sind doch eher von der FDP oder der CDU gekommen, statt von Ihnen als der Regierung. Ja, das stimmt.
Kürzlich stand in der Zeitung, das ist eine verschwendete Wahlperiode in der Gesundheitspolitik. Ich kann dem nichts weiter hinzufügen, weil das beschreibt ziemlich genau, was hier in diesem Land los ist. Oder schauen Sie sich den dritten Punkt an, Flüchtlingspolitik. Das ist ein Thema, was den Menschen unter den Nägeln brennt, auf den Nägeln brennt. Gleichzeitig spüren wir, das haben wir auch in der letzten Debatte schon gehabt, dass Sie da einen hohen moralischen Anspruch haben. Kann ich Ihnen sagen, den haben wir auch. Menschen in Not, als Christ ist mir es wichtig, Menschen in Not zu helfen. Ich habe 2015 die Erstaufnahmeeinrichtung in meinem Wahlkreis gehabt. Ich habe 2016 das UNHCR besucht und habe mit den syrischen Flüchtlingen gesprochen. Ja, ich weiß, dass Sie immer moralisch ganz weit vorne sind, Frau Rothebein. Ist auch sehr in Ordnung. Von uns sind zahlreiche Abgeordnete in Ukraine-Hilfevereinen organisiert. Wir haben Menschen Mike Kowalek hat Menschen von der Grenze in Polen abgeholt. Wir sind wirklich, müssen uns da keinen Ratschläge von Ihnen erteilen lassen. Aber Sie müssen sich von uns zumindest anhören, dass Ihre hohen moralischen Maßstäbe, mit denen Sie gestartet sind, dass die in Suhl, in Hermsdorf oder in Eisenberg zu Grabe getragen werden. Aus einem ganz simplen Grund, und hier zitiere ich einfach nur mal, was ein Reporter über Hermsdorf gerade in dieser Woche geschrieben hat. Oton, ein Gefängnis sei besser als dieses Lager. Das ist Ihre Migrationspolitik in diesem Land. Ich sage Ihnen das ganz simpel. Das hat weder was mit Humanität, das hat weder was mit Ordnung zu tun. Und hier zitiere ich einfach mal Fabian Klaus. Das ist die menschenwürdige Politik von Rot-Rot-Grün in der Flüchtlingsfrage im Jahr 2023. Es ist eine Farce. Und besser kann man es nicht beschreiben. Und wenn ich mir das Chaos anschaue, wenn ich mir das Scheitern von Ihnen in dieser Frage anschaue, dann ist im Prinzip das Wechseln der Migrationsfrage zurück vom Migrationsministerium und Justiz hin zum Innenministerium im Prinzip die Ausgeburt von 9 Jahren Scheitern, weil Sie drehen im Prinzip das Rad zurück, was wir 2014 als CDU-SPD-Regierung schon mal hatten. Und das zeigt, dass das, was Sie in 9 Jahren gemacht haben, einfach der Holzweg war. Und jetzt haben Sie es auch selber eingesehen. Und ich sage Ihnen das, weil ich beim Flüchtlingsgipfel da war, wo alle Kommunen hilferingend und hilfeschreiend dort gesessen haben und gesagt haben, machen Sie da endlich was. Die zuständige Ministerin, der Chef der Staatskanzlei, haben sich in luftigen Formulierungen ergangen, aber nichts Konkretes wurde ihnen zugesagt. Wir haben schon im Frühjahr darauf gedrungen, dass die Kommunen tatsächlich die Bundesgelder bekommen. Wir haben schon im Frühjahr darauf gedrungen, dass es um die Begrenzung auch in der Migrationsfrage ging. Aber bei Ihnen kam, und auch das Thema Ausweitung landeseigener Plätze, all das haben Sie ignoriert. Und die Menschen haben den Eindruck, dass die Migrationsfrage aus dem Ruder läuft, weil Sie Ankündigungen keine Taten folgen lassen. Der Ministerpräsident hat das Jahr gestartet mit, das Amt für Migration ist eine der 2 wichtigen zentralen Fragen dieses Landes. Wir beenden das Jahr, es gibt kein Amt für Migration, es gibt auch keine Antwort in der Migrationsfrage. Und das war einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, den Weg freimachen für einen Haushalt wird daran geknüpft, dass das Kabinett tatsächlich auch in der Migrationsfrage endlich mal die Beschlüsse fasst, die tatsächlich auch die Bürger in diesem Land erwarten. Weil wir sind ein weltoffenes, wir sind ein hilfsbereites Land. Aber Weltoffenheit bedeutet für uns nicht, dass wir die Tür aushängen und jeder kommen kann, sondern Weltoffenheit bedeutet für uns, dass wir schon selber entscheiden, wer zu uns kommt und wie viele. Und ich glaube, das ist eine zentrale Frage, die wir auch beantworten müssen. Und auch da gilt, dass wir uns ehrlich machen müssen. Der Landrat aus dem Eichsfeld hat in dieser Woche oder in der vergangenen Woche ganz deutlich gesagt, wo es um die Frage ging von Arbeitsfähigkeit und Arbeitsaufnahme von Ukrainern, weil er eine Optionskommune ist, hat er die Zahlen vorgetragen. Der Ministerpräsident war anwesend. 534 Ukrainer sind registriert bei ihm, die arbeiten könnten. 15 arbeiten sozialversicherungspflichtig. Und daran sieht man das ganze Problem bei dem Thema Bürgergeld,
dass wir, glaube ich, keine ausreichenden Anreize haben, tatsächlich auch zu arbeiten. Das muss man auch offen aussprechen. Nur so gewinnen wir auch Akzeptanz in der Bevölkerung. Das Lebensmodell, was in den anderen Ländern gilt, dass du nämlich, um deinem Leben Herr zu werden, auch tatsächlich arbeiten musst, das gilt auch für Deutschland. Ganz simpel. Und genau aus dem Grund haben wir auch die Zustimmung oder beziehungsweise den Weg freizumachen für den Haushalt daran gebunden zu sagen, wir wollen, dass wir von Geldleistung auf Sachleistung umstellen durch eine Bezahlkarte. Wir wollen, dass Paragraph 5 auch genutzt wird, nämlich die gemeinnützige Arbeit für Bewerber in den Gemeinschaftsunterkünften und den Landeseinrichtungen. Und wir wollen, dass Stopp der Landesaufnahmeprogramme und die Kommunen zu 100% weiterhin unterstützen mit den Bundesmitteln. Ganz klares Umsteuern in der Migrationspolitik. Und ich habe Ihren Kommentar gehört, Herr Höcke. Ja doch, Sie haben sich gerade darüber lustig gemacht. So, und ich sage, ja, Sie sind erkältet, Sie sind häufiger erkältet, glaube ich. Ich kann Ihnen eines sagen. Sie machen ja jetzt gerade in Eisenberg und in Hermsdorf da Veranstaltungen. So, und ich finde das immer ganz sportlich, weil wenn Ihnen, und Sie sagen da ganz offen, dass das die Hauptfrage für Sie ist. Für Migration, ja? Das ist, sagen Sie da ganz offen. Wir lösen Probleme. Das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied. Und Herr Höcke, ich muss Ihnen das sagen, weil ich da in einer Plenarsitzung alles über Sie gelernt habe. Wo der Migrationsantrag, der ein Umsteuern in der Migrationspolitik in Thüringen ermöglicht hätte, wo der zur Abstimmung hier stand, da haben Sie sich vom Acker gemacht, Herr Höcke. 9 AfDler saßen noch da. Sie haben nicht mal mit abgestimmt. Sie haben sich in die Büsche geschlagen. Wissen Sie, das haben Sie gemacht, Herr Höcke. Und ich kann Ihnen eines sagen, Sie können noch so viel da draußen rumlaufen. Ich sage Ihnen ganz simpel, der Unterschied ist, Probleme nur zu beschreiben, das können Sie gerne, weil Ihr Anspruch ist, wenn es Deutschland schlecht geht, geht es diesem Land gut. Aber wenn es darum geht, tatsächlich auch Dinge zu verändern, dann unterscheiden wir uns. Sie sind ein Schreier. Wir sind Macher. Und das ist der große Unterschied in diesem Land. Sie waren nicht da. Sie waren weg. Wo war Höcke? 9 Leute hatten Sie hier in Ihren Reihen. Und das ist die AfD-Politik. Sie wollen gar nicht, dass es in Thüringen vorangeht. Und deswegen dürfen Sie auch keine Verantwortung kriegen in diesem Freistaat. Wirtschaft, Bildung, die Frage auch von Migration. Und dann geht es logischerweise auch um die Frage von kommunaler Familie. Für uns war immer wichtig, dass die kleinen Gemeinden Unterstützung erfahren. Und das haben wir auch durchgesetzt. In den letzten 3 Haushalten ist der Ansatz für die kommunale Familie um 500 Millionen Euro gestiegen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, viele kleine Gemeinden sagen, bei den ganzen Belastungen, die ihnen auferlegt werden, kommen sie nicht mehr rum. Trotzdem ist mal ganz mutig aus dem Regierungsentwurf das Programm für kleine Gemeinden gestrichen worden. Und wir stehen dazu, dass wir uns einsetzen, dass auch die kleinen Gemeinden, dort wo das reale Leben stattfindet, die finanzielle Ausstattung bekommen, die ihnen zusteht. Sie haben an der Hauptansatzstaffel gedreht. Wir haben mit dem Kleine-Gemeinden-Programm gesagt, auch die Bürger in den kleinen Dörfern und Städten sind uns was wert. Und deswegen ist es gut, dass es sich in diesem Haushalt findet. Ich glaube, nur allein an diesen 4 Punkten ist deutlich geworden, dass Thüringen einen politischen Wechsel braucht und dass vor allen Dingen die Menschen eine grundlegende Veränderung möchten. Wir werden jetzt heute über den Haushalt 2024 als Übergangshaushalt abzustimmen haben. Wir hätten uns als CDU-Fraktion auch einfach an den Spielfeldrand stellen können und sagen, ach, wir kritisieren das alles. Nein, wir haben konkret verhandelt, weil wir eines wollten, dass es zur Sicherheit kommt und dass soziale Einrichtungen, die Wirtschaft, Dörfer und Städte, die Bürger dieses Landes tatsächlich auch für 2024 Sicherheit haben. Und das hat für uns dazu geführt, dass wir erstens eine Notreserve mit 700 Millionen € auf die hohe Kante legen. Da sind reale Einsparungen drin. Das waren harte Verhandlungen. Und das kann ich auch in aller Offenheit hier sagen. Der Ministerpräsident hat sich da sehr engagiert, dass das auch funktioniert. Das gehört auch mit dazu, weil ich finde, dass wir
eines sicherstellen wollen, dass Menschen in diesem Land tatsächlich ein Interesse daran haben, dass Politik funktioniert, dass der Staat funktioniert und dass es nicht einfach im Chaos endet. Und das ist für mich trotzdem auch eine wichtige Erkenntnis der letzten Wochen. Das Zweite, wir schaffen Grunderwerbssteuerentlastung und Entlastung von Familien und Unternehmen. Wir schaffen ein Umsteuern in der Flüchtlingspolitik. Wir setzen die erste Steuersenkung seit 10 Jahren durch. Wir stärken die Bildung für die Kinder und Jugendlichen in unserem Freistaat. Uns gelingt mit der TAP ein Investitionsprogramm für Kommunen, für Familien und vor allen Dingen auch für unsere Wirtschaft. Das stärkt auf lange Sicht unseren Freistaat. Wir können dort insgesamt ein Kapital von 1,5 Milliarde Euro aktivieren. Das ist etwas, was dringend gebraucht wird in Zeiten, wo die öffentlichen Kassen knapper werden. Und deswegen glaube ich, dass das der richtige Weg ist. Wir werden heute darüber zu befinden haben, dass wir auch das grüne Herz kräftiger schlagen lassen, wenn es um die Frage geht auch von der Stärkung des Thüringer Waldes, wenn es um die Frage geht von Tourismus, von unseren Bädern. All das sind die Punkte, die uns wichtig waren und die sich in diesem Haushalt finden. Thüringen ist stärker als die Regierung, die ihr vorsteht. Die Menschen haben Ideen, die haben Energie, die haben Mut und die wollen nicht weiter beschränkt werden. In unserem Land ist die Bibel ins Deutsche übersetzt worden. Wir haben den Kindergarten erfunden. Wir haben das älteste Planetarium der Welt, das erste Reinheitsgebot für Bier, die älteste und die jüngste Synagoge. Es gibt kein Raumschiff der Welt, was nicht mit Thüringer Technologie an die ISS andockt. Die tiefsten Bohrungen dieser Welt werden mit Sensorik aus Thüringen erledigt. All das macht unseren Freistaat aus. Und die Menschen, die in diesem Land leben, die haben einen Anspruch, dass sie so regiert werden, dass sie mit ihren Ideen, mit ihrem Potenzial nicht in dem Land derjenigen leben, die ihnen vorschreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben, sondern einem Land, das einen Rahmen setzt, wo ganz konsequent sie ihrem Lebensentwurf und Träumen folgen können. Das versuchen wir mit diesem Haushalt. Es ist der letzte Haushalt von Rot-Rot-Grün, aber es ist ein Haushalt, der für 2024 Sicherheit bietet. Herzlichen Dank.